Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie wir das neue oder ja relativ neuen Feature Restart with Windows von Mozilla deaktivieren bzw. aktivieren können. Diese Feature war mal, also eigentlich standardmäßig deaktiviert, wurde jetzt oder wird durch irgendein Update von Mozilla geändert, ja, so dass es jetzt aktiviert ist, standardmäßig. Das ist einfach ein Feature, der Firefox automatisch startet, wenn wir unseren Browser, also unseren Mozilla Browser hier, nicht schließen, ja, wenn wir das Fenster hier auflassen und unseren Rechner oder Laptop halt ja, herunterfahren oder neu starten, dann wird Firefox hier direkt gestartet, ja, an der gleichen Stelle sozusagen, ja, mit Windows mit. Nun, manche finden diese Feature gut, manche allerdings nicht so gut und wollen es deaktivieren. Aber wenn wir jetzt hier allerdings in den Auto, in den Start-up-Folder-Ordner suchen oder Auto-Start hier, ja, da wundern sich viele, denn hier gibt es keinen Eintrag vom Mozilla, wenn wir das nicht selbst gemacht haben, eins natürlich. Also das wird sich, Mozilla trägt sich jetzt hier nicht ein. Ja, das liegt einfach daran, dass, ja, wenn diese Feature aktiviert ist, dann ja, registriert Mozilla sich selbst sozusagen mit dem Windows Restart Manager, so dass es ja, mit Windows direkt mit startet. Nichtsdestotrotz können wir das trotzdem ziemlich schnell und einfach deaktivieren bzw. aktivieren, je nachdem. Und zwar indem wir jetzt unseren Browser hier starten, unseren Mozilla, und auf der Config-Seite hier gehen mit, ja, einfach oben in der URL-Zeile hier About, Doppelpunkt, Config und Enter. Hier kommt nochmal eine wichtige Warnung, ja, einfach, also wir müssen das bestätigen einfach, und hier sind wir schon, ja, auf der Config-Seite halt, und hier in den Suchfeld einfach nach Toolkit Win, upsala, jetzt habe ich hier Caps Lock an, Toolkit.Windows, genau, das ist es schon, ja, das ist schon, sind wir hier an der richtigen Stelle, Toolkit Punkt WinRegister Application Restart, und wir sehen hier, der Wert ist True, das bedeutet, dass es aktiviert ist. Wenn wir das, ja, deaktivieren wollen, können wir das ganz einfach mit der rechten Maustaste hier umschalten, ja, zack, falls, jetzt ist es deaktiviert, oder noch einfacher mit einem Doppelklick, ja, geht ratzfratz, können wir hin und her switchen, ja, also wenn der Wert hier True ist, bedeutet das, dass es aktiviert ist, und wenn wir doppelklicken, ändert sich in False hier, False, und schon ist das, dieser Feature hier deaktiviert. Genau, so einfach geht das. Ja, manche sind da irgendwie am Suchen. Ich hoffe, dass ich euch damit, ja, weiterhelfen konnte. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen über ein Like oder ein Abo, wenn es euch gefallen hat, natürlich freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.